Ja, wir waren jetzt noch in der Stadt. Also gestern haben wir einen Fleischwolf gekauft und jetzt haben wir einen gesehen, der besser ist. Also der erfüllt genau die gleichen Funktionen. Kostet zwar, glaube ich, ein bisschen mehr, aber der ist kompakter. Und den wir gekauft haben, der hat halt hinten so eine Verlängerung, das ist halt unnötig. Und der ist halt, der wiegt weniger und er ist besser. Deswegen, den gab es aber leider nicht auf Lager. Deswegen müssen wir den halt jetzt zurückbringen und dann, wenn er wieder auf Lager ist, am Mittwoch oder so, ab Mittwoch, dann eben kaufen. Ja, Leute, wisst ihr noch, wo ich letztes Wochenende gesagt habe, nächstes Wochenende muss ich unbedingt was unternehmen. Es kann nicht so weiterlaufen, dass ich die Wochenende zu Hause sitze. Und was? Ich sitze zu Hause. Also gestern waren wir noch ein bisschen in der Stadt, aber wir waren noch nicht so wirklich in der Stadt. Wir waren halt nur in einem Laden und haben Fleischwolf angeguckt, haben Bettwäsche gekauft und noch ein paar Kleinigkeiten. Also das war jetzt für mich nicht wirklich ein Ausflug. Ja. Und heute auch wieder den ganzen Tag zu Hause. Ich habe wieder ein Server-Kommentare-Kommentieren-Video gedreht. Dann habe ich es jetzt ein paar Stunden geschnitten. Ich exportiere das gerade. Morgen nach der Schule werde ich die Musik dazu einfügen und die Kommentare einblenden. Jetzt habe ich einfach nur das einfach zusammengeschnitten. Hoffen wir mal, dass es nächste Wochenende wieder spannender wird, ne? In Deutsch war es heute so, dass wir haben ja letzte Stunde die Charakterisierung fertig geschrieben und jetzt haben wir mit einem neuen Thema angefangen und zwar ja Poetry Slam. Da gibt es bald so eine Aufführung und da können wir mitmachen. Und dann haben wir heute ein bisschen damit angefangen, beziehungsweise wir werden erst nächste Stunde kennenlernen, was es wirklich ist. Und heute sagt sie so, ja, schreibt mal so ein paar Sätze auf, einfach so, was euch gerade einfällt, so. Und dann habe ich irgendwie so eine Scheiße geschrieben. Die Wolken sind so blau im Himmel und das Gras duftet so schön grün. Und dann hat sie gesagt, ja, nehmt euch den Satz raus, den ihr am nicht so schönsten fandet. Und bei mir waren alle Sätze irgendwie schön. Und dann habe ich extra noch einen Satz erfunden, aber der war dann auch nicht geil. Und dann habe ich einfach diesen ersten Satz genommen, die Wolken sind so schön im Himmel. Und dann mussten wir aus diesem hässlichen Satz so einen Sinnspruch machen. Also solche, die man halt zum Beispiel in Glückskeksen findet. Ja? Zum Beispiel, keine Ahnung, der eine hatte halt, ich habe keinen Bock, ich bin unkreativ. Und dann hat er geschrieben, weniger ist mehr oder so. Oder keine Ahnung. Wir mussten halt einen Spruch draus machen. Ne? Das erste, was mir eingefallen ist, war, wenn du bist wie eine Wolke, wenn du dich verziehst, kann der Tag doch noch schön werden. Genau, und dann mussten wir mit einem uns zu zweit zusammensetzen und deinen Satz und den Satz vom Partner eben zu einer Geschichte machen. Also wir mussten eine Geschichte erfinden. Und wir waren zwei befreundete Omas, die in den Bus eingestiegen sind und die eine hatte den Satz irgendwie unverhofft kommt selten, also irgendwas mit unverhofft und dann ja, hat sie angefangen zu sagen, ja, scheiß Wetter, Regen, Donner, Gewitter. Ja, voller Scheißwetter. Und dann habe ich gesagt, ja, du bist wie eine Wolke. Wenn du dich verziehst, kann der Tag doch noch schön werden. Und dann hat sie irgendwie geantwortet, ja, irgendwann mal komme ich nicht mehr mit dir mit zum Bus fahren. Und dann wird dir jemand anders gutes Wetter machen. Also, ich bin einfach geil in sowas. Ich liebe sowas, ne? Und dann haben alle geklatscht und applaudiert und so, Zugabe! Dann hat die Lehrerin so fünf oder sechs verschiedene Blätter auf verschiedene Tische gelegt, mit jeweils fast dem gleichen Anfang. Zum Beispiel auf dem einen war der Tag ist rot oder auf dem anderen war der Tag ist grau. Und dann musste jeder irgendwie den Satz vollständig machen, aber dass die Geschichte auch irgendwie zusammenpasst. Aber hat keiner gemacht. Also was da alles drin stand, der Tag ist rot, die Flamme ist heiß, mir ist warm und ich habe Hunger. Aber ich denke, ich werde schon bei diesem Poetry Slam mitmachen. Ich glaube, da gab es noch einen im Dezember oder so. Und keine Ahnung. Also die haben zum Beispiel, die jetzige Klasse, die hat schon einen im ersten Halbjahr gemacht. Und dann kam so ein Sportlehrer und hat gesagt, dass nächste Woche Donnerstag wir so einen Ausflug machen können. Also der ist nicht zwingend verpflichtend. Aber wenn man da nicht hingeht, weil das ist während der Schulzeit, dann muss man in die Parallelklasse. Und genau, wir fahren irgendwie an so einen See. Also wir gehen alle hoch und dann kann man sich hier aussuchen, ob man nach unten wieder eine Schneeschuhwanderung macht oder ob man runterrodelt. Alter, ich bin hier komplett alleine. Oh mein Gott, ich glaube, heute kommt auch keiner. Weil heute ist Dienstag, 4 Stunden Mathe. Oh, baby, I'm
Show vorher kurz beim H&M, hab ein paar Sachen gekauft und jetzt bin ich im Amt. Ich war hier schon 20 vor 1 da, es ist glaube ich jetzt 10 vor 1 und eröffnet erst um 1 und man muss mal eine Wertemarke sehen. Hier ist zwar keiner da, aber der Automat ist noch nicht eingeschaltet worden. Genau, ich muss was abgeben und ich hoffe, ich kann dann auch schnell wieder nach Hause. Also ich war halt als erstes da und nach mir sind 2 Typen gekommen und dann um 1 Uhr hat sich der Automat eingeschaltet und sie sind da beide hingelaufen und dann haben sie mir beide, also die haben halt praktisch einen Zettel für mich gezogen und mir den gegeben. Das fand ich süß. Ja, ich habe wie gesagt heute ein paar Teile gekauft. Das sind 2 Teile. Ich habe mir diese blaue Hose habe ich angezogen, aber die hat mich irgendwie fett gemacht. Die meisten Sachen waren ausverkauft, also von den Größen her. Da waren entweder nur so 34, 36 oder 44, 46, 48. Und bei H&M und bei Zara zum Beispiel ist es halt so, dass die Größen einfach gar nichts aussagen. Also manchmal ist es so, dass wenn du eine 40 hast, dir eine 36 passt oder mal eine 44 zu klein ist. Also da muss man nochmal gucken, aber meistens ja, ist es halt schon so ungefähr richtig. Dann habe ich einen Pulli anprobiert, aber der hat mich irgendwie auch fett gemacht. So mir dieses grüne Kleid, aber das sah aus wie so ein, keine Ahnung was, also das hatte überhaupt keinen Schnitt. Also eine Bluse habe ich mir gekauft und ich fand, die macht mich auch ein bisschen dünner. Genau, das ist einfach so eine Langarmbluse und unten kann man die so zuschnüren, sodass ein bisschen Bauch zu sehen ist. Ja, halt so eine bunte Bluse und ein Sommerkleid. Aber noch ist ja noch nicht Sommer, ne? Aber Winter ist auch irgendwie nicht so. Aber die Zeit vergeht auch so schnell. Ich habe das Gefühl, dass gleich wieder Sommer ist. Obwohl den Winter habe ich auch jetzt nicht so ganz gespürt. Vielleicht kommt er noch ein bisschen. Heute kommt eine rein, oh mein Gott, Leute, mein Insta wurde gelöscht. So, und dann hat sie die ganze Zeit darüber geheult und dann kommt die Lehrerin rein und sie so, hallo, willst du mir gleich guten Morgen sagen? Und sie hat keinen und niemanden gehört, sie hat nur über dieses Insta geredet. Sie so, oh mein Gott, Leute, mein ganzes Leben wurde gelöscht, da ist mein ganzes Leben drauf. Wie soll ich das jetzt alles schaffen, weil... Sie hatte irgendwie einen Fake-Account von, also irgendjemand hat einen Fake-Account von ihr. Sie hat dieses Fake-Account gemeldet und jetzt hat sie halt eben gedacht, dass dieses Fake-Account sie wieder zurückgemeldet hat, obwohl sie ja die wirkliche ist. Man kann ja so eine E-Mail abschicken, dass das ein Fehler war, aber die E-Mail verschickt sich irgendwie nicht oder da kann man nicht mal drauf drücken. Und sie so, oh mein Gott, mein ganzes Leben ist weg. Ich habe hier nur Instagram, mehr habe ich nicht. Da muss ich dann die ganzen Fotos nochmal neu hochladen. Und da war der Typ, er ist halt so ein Richtiger. Also nicht, dass er alles weiß, sondern dass er halt so alles richtig macht. Er ist halt so ein Richtiger. Und dann hat er gesagt, ja, soll ich dir mal meine Meinung dazu sagen? Sie so, ja, ja, gerne. Sie dachte halt, dass er ihr sagt, wie sie es wieder herstellen kann oder so. Obwohl er kein Instagram hat und das weiß auch jeder. Und er so... Es ist schon traurig, wenn Instagram dein ganzes Leben ist. Heute war auch wieder so ein Tag, wo die ganze Vertretung war. Und dann in den letzten 2 Stunden war Deutsch. Und dann haben wir wieder Gedichte geschrieben. Machen das morgen auch, weil am 14. Februar, also bei der Zeugnisvergabe, haben wir dann so einen Wettbewerb, wo wir eben diese Gedichte vortragen müssen. Und wir haben heute sozusagen eine Testphase gemacht, wo dann einfach so... wo wir zu einem bestimmten Thema dann versucht haben, ein Gedicht zu schreiben. Ja, also ich weiß dann nicht, ob da welche aus meiner Klasse mitmachen werden, aber ich hätte schon Lust drauf, aber für mich machen diese Gedichte irgendwie, das ist halt so Poetry Slam und das macht für mich irgendwie, also wenn ich, die hat halt Videos gezeigt von den Leuten, zum Beispiel die von unserer Schule vorgetragen, da gab es einen Typen, da hat sie ein Video gezeigt oder einfach generell und ich finde, das macht einfach gar keinen Sinn. Also das macht für mich null Sinn, was die da reden. Ich weiß gar nicht, worüber die reden, also... Mein Gedicht wird auf jeden Fall Sinn ergeben. Also mal gucken, wie das sein wird. Zum Beispiel, ich habe ja gesagt, dass wir nächste Woche Donnerstag geplant haben, in die Berge zu gehen, was allerdings freiwillig ist. Und wer nicht mitfährt, muss in die Parallelklasse. Aber da gibt es auch einen Workshop, weil da irgendein berühmter Poetry Slammer reinkommt und dann irgendwelche Workshops macht und halt mit uns ein paar Texte durchgeht, wie man das so macht. Aber sie hat gesagt, das ist nicht... Also da gab es auch einige, die gut...
ja, den Preis belegt haben, ohne dass sie bei diesem Workshop waren. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich mitgehen fahren soll oder nicht. Ich habe jetzt noch schnell Untertitel gemacht. Boah, Leute, endlich habe ich diese Zahl gerade erreicht schon. Aber ich weiß nicht, ob sie jetzt wieder irgendwie, ob mich jetzt in der nächsten Zeit wieder viele Leute deabonnieren. Deswegen gucke ich mal erstmal eine Zeit lang und dann freue ich mich dann so richtig. Okay, Sophia, auf geht's. Schau tief in die Natur hinein. Und du wirst alles besser verstehen. Oh, das ist toll. Ja, super, gut gemacht. Junge, du kannst nicht. Ja, also heute war das so, dass wir eigentlich mal die Schulaufgabe geschrieben hätten und ich war ganz, also war sie ganz ein bisschen spät dran. Ich wusste, dass ich so um 8 oder ein bisschen später, ein paar Minuten ankommen werde. Und dann habe ich beim Aussteigen habe ich einfach Lukas getroffen aus meiner alten Schule. Der ist da richtig so verloren herumgegangen. Dann habe ich ihn angesprochen und ja, haben ein paar Minuten mit ihm geredet und dann bin ich weitergegangen und ich wusste, okay, auch wenn ich jetzt 5 oder 10 Minuten zu spät komme, wird mir das jetzt nichts bringen in der Schulaufgabe, weil in Mathe-Schulaufgaben geht es bei mir nie um Zeit, sondern eher um das Denken, weil ich noch nie so eine Situation gehabt hatte in Mathe eigentlich, dass ich jetzt noch mehr Zeit gebraucht hätte, weil ich wusste, okay, das, was ich jetzt hinschreibe, ist weltbedeutend. Ich kam 3 Minuten zu spät, da war ein Vertretungslehrer, weil wir hätten, am Donnerstag haben wir die ersten 2 Stunden immer Englisch und danach 2 Stunden Mathe. Und Englisch ist entfallen, damit wir eben Mathe schreiben konnten. Und die Mathelehrerin war halt in meiner alten Klasse drüben und hat Physik unterrichtet, aber sie ist Naturwissenschaftslehrerin. Da ist einfach um 9 gegangen und um 9:30 hätte die Pause angefangen bis 9:50. Das heißt, wir hatten von 9 Uhr bis 9:50 eine Stunde lang Pause, weil die Mathelehrerin danach auch 10 Minuten zu spät gekommen ist. Sie ist erst um 10 gekommen. Eine Stunde Pause, oh mein Gott. Also in der Mathe-Schulaufgabe war das so, dass viele enttäuscht waren, weil wir haben ja dienstags 4 Stunden Mathe und dienstags haben wir 2 Stunden Geo und 2 Stunden Algebra. In Geometrie war das so, dass wir total viele Textaufgaben so durchgenommen haben und das richtig geübt haben. Umfang, Fläche, keine Ahnung, war es richtig kompliziert. Und dann waren da nur 2 Aufgaben. Die eine Aufgabe war, da war schon der Umfang G. Man musste eine Zahl einsetzen. Also diese Formel U ist gleich 2 mal R mal Pi. Und die zweite Aufgabe war, da war ein Sechseck gezeichnet. Und man musste einfach nur sagen, nicht mehr berechnen, wie ich den ausrechnen kann. Also der sieht ja so aus. Und dann habe ich gesagt, ja, ich unterteile das hier, weil das ist ja ein Dreieck. Und das hier ein Dreieck. Und dazwischen bleibt halt ein Rechteck übrig. Dann habe ich gesagt, ja, ich rechne 2-mal die Dreiecksformel ein, 1/2 mal a mal b und dann eben das Rechteck Seite mal Länge mal Seite. Natürlich waren jetzt viele enttäuscht, weil sie halt so viel gelernt haben. Und ich wäre richtig enttäuscht von mir gewesen, wenn ich mir das genauso viel angeschaut hätte wie die anderen und dann sowas gehabt hätte, weil ja, also ich finde jetzt Geometrie immer noch besser als Algebra. Und ich habe es eigentlich so in der letzten Stunde verstanden. Und das waren ja eh nur 2 Aufgaben. Genau. Aber 7 Punkte ist schon viel, ne? Algebra, ja, also ich fand das besser als die letzte Schulaufgabe. Oder Kurzarbeit, keine Ahnung, was das war. Das war die zweite, weil die erste habe ich nicht mitgeschrieben, aber für mich war es halt die erste. Ja, genau, also sie hat die Schulaufgabe nicht erstellt, sondern irgendjemand anders, weil ihr eben diese Aufgabe abgenommen wurde. Und sie kommt so rein und sagt so, Entschuldigung, ich entschuldige mich so sehr, ich habe die Schulaufgabe nicht erstellt und die Zahlen waren, die waren so krumm, die waren so ungerade, es tut mir so leid, weil sie hat gefragt, wie war die Schulaufgabe und wir so, ja, die Brüche waren scheiße, so, ja, da kam ja einmal 53, 77 raus und wir alle so, okay, also das kam bei uns jetzt nicht raus, das haben wir nicht rausbekommen, aber okay. Ja, also ich hasse Brüche, ne? Ja, da waren schon viele krasse Brüche und so. Und irgendwie hasse ich auch diese Nachbesprechung. Wir haben sie nicht besprochen, aber der eine so, ja, bei mir kommt 1000 raus. Und ich so, scheiße, bei mir kommt 200 oder so. Ja, egal. Ja, in Deutsch haben wir weiter diesen Poetry Slam geübt. Wir dürfen alleine auftreten oder mit jemand anderem. Das ist freiwillig, aber ich würde es schon gern machen. Ich weiß nicht.
Also heute haben wir wieder daran geübt, also wie man halt gestikulieren kann, wie man halt eben ein bisschen Leben reinbringen kann in dieses Gedicht, das man selber schreibt. Jeder musste sich eine Emotion aussuchen und die auf den Zettel schreiben und dann habe ich die eingesammelt und dann musste jeder der Reihe nach eine Emotion ziehen und eben einen Satz vorlesen, der auf der Tafel stand und versuchen eben mit diesem Satz diese Emotion rüberzubringen und die anderen mussten es erraten. Und das zweite war, da war so ein Gedicht und dann musste jeder sich eine Zeile aussuchen und wir mussten versuchen, irgendwie mit den Händen was draus zu machen.